Ja, schönen guten Metal, Leute. Ich bin's wieder, euer Arni. Meine lieben Freunde, was passiert? Reini scheint auf der Flucht. Ich mach mal hier Ding. Reini scheint auf der Flucht zu sein. Vor wem weiß man nicht? Von wo weiß man nicht? Was mich hier ein wenig stutzig macht, ist, ob es stimmt, weiß man nicht. Wir schauen uns das Video gleich mal an, zusammen. Hier möchte ich aber gerne wissen, was ihr dazu darüber denkt. Ist das wahr oder ist das Clickbait? Weil das machen ja, das, ey, gerade auf TikTok machen viele so Clickbait. Und Reini muss neu anfangen. Er versucht natürlich jetzt irgendwie auf sich aufmerksam zu machen und da hat er vielleicht seine sichere Höhle verlassen. Ich würde sagen, wir schauen einfach mal rein. Zusammen. Ich habe es schon gesehen, muss ich diesmal zugeben. Mache ich ja eigentlich nicht. Aber ich habe es schon gesehen. Ich habe gestern, das heißt gestern Nacht, letzte Nacht, ich habe schon im Bett gelegen. Da habe ich das Video gesehen, aber ich dachte mir, Arni, du hast morgen deinen freien Tag, kannst du morgen früh machen. Und was gibt es denn Besseres, als seinen freien Tag mit einem Reini-Video zu beginnen? Es gibt doch gar nichts Besseres. Ich würde sagen, da gehen wir mal rein. So. Was mir hier sofort aufgefallen ist, ich wollte es gerade eigentlich anders machen, aber jetzt mache ich es doch so, ist, dass Reini eine Tasche dabei hat anscheinend. Ich weiß nicht, ob das, kann das eine, ist das so eine Umhängetasche, ist das vielleicht eine Reise- oder Sporttasche oder ist das nur ein Träger von einem Rucksack? Man geht ja nicht, wenn man irgendwo war, geht man nicht mit einer Tasche weg. Ja, also er läuft ja, das heißt, er zieht nicht irgendwie einen Koffer, er hat keinen Koffer dabei, er benutzt ja noch das Handy. Da bin ich schon das erste Mal stutzig geworden, dass ich denke, selbst wenn ich irgendwo schnell weg muss, packe ich noch meinen Koffer, pack meine wichtigsten Sachen zusammen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber die würden bei mir nicht in einen Rucksack oder einer kleinen Tasche passen. Es ist jetzt mitten in der Nacht. Ich bin hier irgendwo im Nirgendwo unterwegs. Wir wissen alle, dass er die Gegend sehr gut kennt. Ja, das hat er selber schon ein paar Mal gesagt. Wir wissen ja alle, wo er ungefähr ist. Er kennt diese Gegend. Und wenn er will einfach nicht sagen, wo er ist. Ist auch okay. Weil, Leute wieder Scheiße gebaut haben. Welche Leute waren das denn, Reini? Einfach sagen, es haben Leute Scheiße gebaut und deswegen bin ich jetzt unterwegs. Da würde ich einfach mal sagen, da fehlt mir eigentlich so alles an Beweis. Aber wirklich so alles. Wenn da wirklich irgendjemand gewesen wäre, der ihn gefunden und aus seiner Bude vertrieben hätte, dann hätte Rainer aber einen richtigen Turn abgeschoben. Ich gehe hier jetzt noch von Clickbait aus. Und helfen kann mir keiner. Du könntest dir selbst helfen, Rainer. Aber das hast du noch nie so gern gemacht. Du hast dir immer gern von anderen helfen lassen. Und nicht nur, dass du dir gerne von anderen. Also, was heißt? Entschuldigung, das ist natürlich komplett falsch. Er hat viel Hilfe angeboten bekommen, hat sie aber nie angenommen. Und beschwert sich dann darüber, dass ihm niemand hilft. Dieses mir hilft niemand ist schon, ja, bald ein Jahrzehnt alt jetzt. Gronkh hilft ihm nicht, Iblali hilft ihm nicht, Iblabli natürlich. KuchenTV hilft ihm nicht, keiner hilft ihm. Und da kommen jetzt andere Leute, ITler, und sagen, hör mal, hier Reini, das und das könntest du verändern, da würdest du hier, du kannst mir überhaupt nicht erzählen, ich bin der YouTube-König, ich mache das seit 10 Jahren, du weißt gar nichts davon, wie das funktioniert. So dass Leute wie Gronkh und Iblabli und KuchenTV und so weiter, dass die ein professionelles Team im Hintergrund stehen haben. Ja, das sind die Leute, die verkaufen können, die sympathisch sind, die reden können. Ja, da steht ein ganzes Team im Hintergrund. Glaubt ihr, die schneiden das noch selbst? Nee. Auf keinen Fall.
Reini hat so ein Team nicht. Und es wird ihm angeboten, oder es wurde ihm des Öfteren angeboten. Hier, Reini, mach doch mal, ich kann dir helfen hier, ich kann dir das und das zurecht machen und so weiter. Nein, du weißt überhaupt nicht, wie das geht. Der Onkel Gronkh muss mir helfen. Weil der kennt sich damit auch nicht mehr aus. Der hat auch seine Leute, die das für ihn machen. Ja, was Rainer will, ist Reichweite und Kohlen, das alles. Damit sollen sie ihm helfen. Dass seine Qualität, seine Streams besser werden und er deswegen selbst Reichweite generieren könnte, da denkt er gar nicht dran. Nein, es muss jetzt einen Push geben von irgendwo ganz oben und der muss jetzt sofort kommen und die Leute müssen sich auch bei ihm melden. So, damit Gronkh sich bei ihm melden kann, damit er ihm noch helfen kann, soll er gefälligst 5-Euro-Mitgliedschaft abschließen, damit er ins Discord kann. So denkt sich Rainer das gerade aus. Ich werde jetzt wahrscheinlich irgendwo im Wald pennen oder so. Das ist erstmal nicht so schlimm, ja. Du hast uns ja schon gesagt, dass du der große Survival-Lord bist, ne? Dass jedes Mal, wenn er diese hier zwei Dullis in der Wildnis oder wie es so heißt gesehen hat, oder Bear Grylls oder sonst irgendwas, hat er gesagt, oh, ich könnte das auch, ich habe da, wenn ich auf einer Insel wäre, ich sehe in einem Stein sehe ich keine Waffe, ich sehe, ich könnte ein Haus bauen, ich könnte einen Grill bauen, ich könnte Essen zubereiten. Und jetzt beschwert er sich, ich muss im Wald schlafen. Ja, der große Survival-Lord. Wenn ich hier Fritz Meinecke, Survival-Madin, Natursöhne, Survival-Deutschland oder so, wenn ich die alle sehe, die machen das zum Spaß. Ohne irgendein Ding. Und Reini hat uns ja auch erzählt, dass er diese Klasse hat von diesen Leuten. Reini ist ja der richtige Survival-Experte. Er wollte schon Survival-Videos machen. Rainer, jetzt deine Chance. Ja? Jetzt deine Chance. Ich weiß jetzt auch nicht, was ich machen soll, wo ich hin soll, was ich sagen soll, was ich tun soll, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, deswegen hau ich mal ein Video raus. Wofür auch steht, dass es vielleicht Clickbait ist, vielleicht sogar nicht mal von ihm, nicht mal als seine Idee, ist, dass er mehrere richtig und Wochen groß geschrieben hat. Das klingt so überhaupt nicht nach unserem Reini. Ja, ich laufe jetzt hier so wie gesagt so einen Weg entlang. Es ist mitten in der Nacht gerade. Es ist nachts im Späthammer. 12. Also wir wissen aus den letzten WhatsApp-Ausschnitten, dass Rein ja unterwegs kein Internet hat. Wie hat er dieses Video hochgeladen? Kann es sein, dass Rein einfach nur rausgegangen ist, zurückgegangen ist, wie es zu Hause ist, wo es WLAN ist, und es dann hochgeladen hat. Einfach nur, um die Klicks zu baiten, sozusagen. Nee, nicht 12, 11 oder so. Kurz vor 12. Ich meine, das Video kam irgendwann, ich glaube, beim Influencer, der kein Mensch mehr ist, habe ich eine Nachricht noch drauf. Nee. Hank hat sich das auch schon angeschaut, es war um 3. Das heißt, es kann gut sein, dass Reini ja einfach wieder nach Hause gewongelt ist und das Video da hochgeladen hat. Wenn es jetzt da so 11 ist, das kommt schon ungefähr hin. Ja. Ich habe die Schnauze so voll. Warum kann man mich nicht einfach in Frieden lassen? Rainer, du warst doch gerade in Frieden. Dein TikTok war weg, YouTube war weg, Twitch war weg. OnlyF war weg, alles war weg und du hattest deinen Frieden. Warum kommst du zurück? Du hattest doch deinen Frieden. Warum kann man mich nicht einfach in Frieden lassen und einfach mein Leben führen lassen? Weil wir dein Leben nicht bezahlen wollen. Weil wir es nicht einsehen, dass du dich ins Internet stellst, Leute beleidigst und dann sagst, ja, das ist nun mal mein Leben, ich will so leben. Das möchten wir nicht. Ich will mich jetzt nicht als Internetpolizei oder so aufführen, aber ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass du keine Abonnenten, Follower oder Bezahldullis bekommst. Ich möchte darauf aufmerksam machen, was du für ein Mensch bist. Warum muss man einfach hier den Leute hier auf den Sack gehen? Ich verstehe es nicht. Naja. Schauen wir mal, wann ich das nicht. Wie viel außer Atem er schon ist. Kann aber auch sein, dass Reini einfach einen nächtlichen Spaziergang macht für seine Diät.
Das wünsche ich ihm, ja. Ich wünsche ihm nicht irgendwie was Schlechtes. Na, okay. Das kann ich so nicht sagen, das wäre gelogen. Nein, ich wünsche ihm nicht, dass ihm irgendwie die Beine abfallen oder so. Ja, dass ihm die Beine abgenommen werden müssen. Das wünsche ich selbst ihm nicht. Vielleicht hat Reini gemerkt, er muss letztens seine Beine wickeln. Die Beine abbinden. Ja, vielleicht hat er gemerkt, Bruder, jetzt wird's eng. Na, jetzt muss ich was tun. Und vielleicht geht er nachts spazieren. Das ist keine schlechte Idee. Aber das jetzt natürlich als Clickbait-Video zu benutzen. Leute, jetzt können die Leute nachts um 11, 12 Uhr einfach nur um den ASB rum warten. Wo kommt dann langgewongelt? Nächste Video machen kann, Video, YouTube, Streams und TikTok und alles, wird vermutlich so schnell nichts mehr werden, weil ich kann mich... Das ist ja richtig, das wird so schnell nichts mehr werden, weil du hast nämlich keine Kanäle mehr. Nirgendwo verstecken. Und es hilft mir auch sonst niemand. Wie gesagt, es ist jetzt wieder so alle, helft mir. Onkel Gronkh, helf mir. Onkel Gronkh, guck das doch bitte. Onkel Gronkh, guck das jetzt. Iblabli. Nun guck doch mal hier. Hier, Nixon will was von dir. Da ist er. Iblabli. Jetzt guck. Kannst du nicht ausdenken, ehrlich. Es hilft mir keiner. Ja, der hilft dir selbst. Bleib zu Hause. Bleib aus dem Internet weg. Euer Drache. Und wie gesagt, besiegt bin ich erst, wenn ich sterbe. Ja, damit ist das Video vorbei. Besiegt ist er erst, wenn er stirbt. Wir wissen, dass er, ich habe das letztens bei Sven im Stream gesehen, Grüße gehen raus, dass Sven auch gesagt hat, ey, Reini, na, du hast doch gesagt damals, Regenbogenschaf ist besiegt, Dorian und Imp sind besiegt. Woran denn, die leben alle noch? So besiegt können die gar nicht sein. Ja? Gut. Leute, ich habe gestern noch etwas später auch ein Video rausgehauen, das werde ich euch gleich verlinken. Ja, falls ihr Bock habt, könnt ihr mal reinschauen. Das war Drachenlord im Interview mit Herrn Newstime. Das hat mir super gefallen. Ist ein schönes Classic. Es war kurz vorm Schanzenfest. War sehr schön. Und, ich hoffe, ich habe es gesagt. Dieses Video haben wir geschaut bei einem Influencer, der kein Mensch mehr ist. Der alte Ehrenuploader. Liebe ihn raus. Gut, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Stream, ne, oder im nächsten Video. Ich werde euch jetzt hier, wie gesagt, das Video von gestern verlinken. So. Leute, passt auf euch auf. Werdet oder bleibt gesund. Ganz, ganz viel Liebe an euch. Medal of.